Ich werde dich sowas von rund machen, du rote, ausgestopfte Pastorentochter. Mama Mia, das könntest du gleich machen, Bo. Jetzt muss Darren erst mal analysieren. Ja, du hättest mich nicht wechseln sollen, du. Ja, also das ist Tuba Blubbers Herz, aber man könnte auch sagen, das ist das Herz von Tuba Blubbers Geheimnis. Geiler Joke, ne? Nein, der war scheiße. Okay. Ja, aber okay, war nicht so lustig. Er hat 50 KP, 6 Angriffsrat und 0 Verteidigung. Es verfügt über eine schreckliche Attacke. Wenn es die ankündigt, solltest du die verstecken. Diese Attacke zieht die ganze 12 KP, aber tschüss, genau so wie du gerade hast. Er versucht es zu schlagen, bevor es diese Attacke nochmals anwendet. Glaub mir, sie ist scheißgefährlich. Du willst in diesem Kampf als wahres Segen erweisen. Ja, warum hab ich dann dich draußen? Ja, weil ich Skill hab. Ich bin in einer meiner besten Attacken aus, du kannst hier unmöglich ausweichen. Muss mich nur ein wenig vorbereiten, hab bitte eine Sekunde Geduld. Oh Gott, das ist nicht gut. Deswegen sollten wir hier tatsächlich mit Bu kämpfen. Wobei ich dafür auch etwas extra aufgehoben habe, nämlich mein Tarngel. Das werde ich jetzt verwenden, denn jetzt bin ich transparent und unverwundbar. Für eine kurze Zeit. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem zu Lady Boo wechseln. Denn damit sie mich mit Spuk verstecken kann, sollte irgendwas sein. Oh yeah! Ha! 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 Sucks to be you. Okay. Powerhüpfer! Sechs Schaden, nicht schlecht. Kann ich gut mitleben. Oh Gott, oh Gott. Chill, chill. Bam, bam. Wobei, ich glaube... Warte, hätte ich mit dem Powersprung auch genauso viel Schaden machen können wie mit dem Powerhüpfer? Ich weiß nicht, aber... Okay, das war nicht schlecht. Super. Lady Boo voll. Das war schon wieder seine super Attacke. Was bedeutet, dass ich jetzt mit Lady Boo auf unsichtbar gehen muss? Ansonsten schaue ich mir demnächst die Radieschen von unten an. Und das möchte ich dann doch nicht. Auch wenn dieser Kampf, gerade wegen dieser enormen Attacke, schon nicht anspruchslos ist, das wird doch ein bisschen heftig. So, na, du brauchst mal wieder Hilfe, warte. Wir müssen ja zusammenarbeiten. Gut gemacht. Weißt du was? Ich mag dich sogar ein ganz klein wenig. Du bist auch nicht ganz so scheiße, wie ich anfangs immer dachte. Ja, gut. Dann geht uns nach Hass jetzt in gesunde Unsympathie über. Meinetwegen. Gott. Kann ich mitleben. Du Geisterlady. Du siehst sehr lecker aus. Na, bleib doch nach dem Kampf noch ein bisschen hier. Vom Kämpfen werde ich immer hungrig. Und oh. Was hättest du wohl gern, du arrogante Lustmolch? Du hast keine Chance, du geisterfressender Vollspast. Mario, ich bin jetzt echt sauer. Lass uns dem sowas von einen auf den Deckel geben. Oh, ja, du konntest ja voll ausweichen, ne? Was ist das denn? Jo, also jetzt muss ich echt aufpassen, weil sonst habe ich ein riesiges Problem. Gut, natürlich habe ich den Lebenspilz. Deswegen... Er ist jetzt ein Superpilz. Lady Boo kann ja auch immer für 6 Schaden angreifen. Einfach zu 5 Schaden angreifen. Das ist gern gesehen. Und ja. Immerhin funktioniert es jetzt gerade mit Lady Boo. Ihr wisst, es funktioniert nicht immer. Im Moment funktioniert es. Das ist gut. Nein. Och, Mann. So, jetzt probiere ich mal etwas. Und zwar will ich jetzt mal gucken, ob ich den Schirwa anwenden kann. Der macht ihn nämlich verwirrt. Aber funktioniert nicht, weil er ein Endboss ist. Scheiße. Schade. Hätte mir gewiss geholfen, aber ja. So, verstecken. Komm, Mario. Jetzt arbeiten wir zusammen und dann wird dieses rote Stück Scheiße so richtig leiden. Endlich sind wir uns mal einig. Der wird sowas von auf die Glocke kriegen, das glaubst du gar nicht. Bam. 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 Oh, abgewehrt. Super. Super, super. Okay, gut. Dann. Kann ich das jetzt, glaube ich, fast schon erledigen, wenn ich es jetzt richtig... Na, wobei. Ne, nicht ganz.
An der nächsten Runde definitiv. 10 Schaden, das ist gut. Und ja, jetzt Ohrfeige. Bah, nimm das, du verdammter Scheusal! Für alle Buhus, die du gefressen hast. Oh, das tut voll weh. Ich muss hier weg. Ihr Scheißkerle. Du gibst mir doch mal Sternpunkte. Moment, das ist das Betrug. Komm zurück. Ich möchte deine Sternpunkte. Ist das wirklich dein einziges Problem? Ich will meine Freunde zurück. Na, warte. Ich werde dir gleich zeigen, wozu meine Bitch-Slaps fähig sind. Einmal gefällt mir deine Einstellung. Also auf. Auf diesen... Ja, dieses komische Herz mit Gebrüll. Du meinst das rote Stück Scheiße? Ja, das machen wir fertig. Na warte, bleib stehen! Im Namen der italienischen Gerechtigkeit. Oh, es ist eine Zeit für eine kleine Wiedervereinigung! Yes, wie bei Piccolo und Gott, oh! Oh ja! Jetzt fühle ich mich gut! Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit, mich zu schlagen. Okay. Ja gut, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, warte mal. Moment! Ja, du kommst gleich wieder. Ja, das sieht jetzt, alter, ich sieht jetzt groß aus. Ja, das ist Tuba Blubber, die hat nun mal mit seinem Herz wieder vereint. Das ist sein wahres Selbst. Groß, dumm, 10 KP und 4 Angriffskraft. Ja, Verteidigung wahrscheinlich 0. Also so eine Hip-Attacke muss auch 6 Punkte Schaden. Ja, das ist schon hart, aber der vorsichtig. Ich weiß nicht genau, wie seine anderen Attacken aussehen. Aber ich glaube, er ist viel schwächer als vorher. Na, da könntest du recht haben. Absolut keine Chance, den zu kontern irgendwie. Aber, ja. Gut. Dann nur Verteidigung, also komm. Bäm! 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 3 Schaden, das kann jetzt. Gumbario, komm! Du bist doch der Endboss-Killer! Ja, Mann, ey, ich hab den schon wieder erledigt! Oh, Mama Mia, das sind viele Sternpunkte! Hätte man die nicht mehr mal nicht verdoppeln können irgendwie? Nein! Obwohl mein Herz und mein Körper vereint sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare dummer Blubber, das ist so lame. Ich gebe auf, vergib mir, lass auch alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Warte, mein Gedärm stellt sie kurz wieder her. Gott, das ist eine Schilddrüse raus. Oh, Sonne. Oh, du auch noch. In Wirklichkeit bin ich nur ein sehr sensibler Kerl, der in einem riesigen Körper gefangen ist. Ich will nicht länger um den Zweck, was aber das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Geschieht dir recht, du Vollpfosten. Und alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt. Aber ich werde allen sagen, den armen Tubablubber nicht mehr zu erschrecken. Nicht, dass der nochmals so ausrastet, das wäre nämlich etwas unschön. Du musst wissen, naja, früher haben wir Tubablubber Tag und Nacht erschreckt, weil er einfach so ein Schisser war. Aber egal. Wir bereuen es nicht, immerhin ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken, nicht wahr? Ja, gut. Nebenbei, ja, das habe ich vorhin ernst gemeint. Du bist nicht ganz so scheiße, wie ich immer dachte. Ja, du bist nicht ganz so eine Schlampe, wie ich immer vermutet habe. Ja, genau. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich doch nie zuvor so eine derartige Aufregung verspürt habe. Du kriegst sogar ein random Herz-Smiley von mir. Jeez, übertreib mal nicht. Und, ich muss sogar sagen, dass ich ein bisschen was dabei gelernt habe. Ich habe jedenfalls noch niemals mit so viel Stil meine Fächer schwingen können. Ich glaube, ich sollte etwas mehr über die Weltenerfahrung bringen. Neue Schrecktechniken antrainieren, neuen Nagellack, neue Szenen für meinen Fächer. Daher werde ich die noch ein Weilchen begleiten. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung. Also vor 5 Minuten hätte ich noch gesagt, nee, aber... Naja, ganz so scheiße bist du ja doch nicht. Ich meine, ich hasse dich zwar immer noch, aber ich hasse dich nicht mehr abgrundtief, also komm mit.
Abgemacht. Du darfst dich glücklich schätzen, mit mir auf Reisen zu gehen. Aber eins ist klar, wenn ich im Bad bin, seid ihr alle draußen. Ja, geht klar, ey. So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir den Stern zurück. Buhutler, komm hierher. Sie haben gerufen. Hier, Mario, er ist jetzt frei. Ja, sonst hätte ich dich auch nicht mitgenommen. Das wäre irgendwie schon ein bisschen asozial gewesen, meinst du dich auch? Tschu! Hey, Professor! Na dann. Ah, da ist er ja! Das nächste Mal, wenn du irgendwo abhaust, dann komm auch wirklich bitte und lass dich nicht nochmal einschnappen, gell? Das wäre sehr vorteilhaft. Ja, ja, geht klar. Kapitel Ende. Das Geheimnis von Tubba Blubber wurde gelüftet und Professor aus seinen Klauen befreit. Jetzt, da Tubba Blubber nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus nach Herzenslust herumspuken. Selbst der Wind, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, scheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Bo im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Mario, du kannst das nicht. Das übernehme ich, wartet mal. Oh, jetzt ist kein Text mehr da. Ausgerechnet jetzt, wo ich meinen Auftritt haben wollte. Ignoranten. Ich frag mich, wie es Mario ergeht. Glaubst du, er hat einen Weg gefunden, diesen Tubba Blubber zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt. Was, wenn Mario verletzt worden ist? Na, wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen. Warum schleichen wir uns nicht doch mal raus und versuchen, ein bisschen zu lauschen? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tubba Blubber zu besiegen, dann müssen Bowser seine Leute mittlerweile vollkommen abgehen. Glaubst du dich auch? Du hast recht, Twink. Es hat keinen Sinn, hier herumzusitzen und sich Gedanken zu machen. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Hat Bowser den eigentlich immer noch nicht entdeckt? Ich glaube, den wird er niemals finden. Er ist einfach zu beschränkt. Warum müssen wir diesen Gang eigentlich jedes Mal gehen? Ich weiß nicht, warum die Entwickler das gemacht haben, Twink. Frag einfach nicht, okay? Okay. Ich find's nur ein bisschen merkwürdig. Ja, Twink, ich auch. Was kann ich sein? Nein, nein, nein! Okay, okay. Nochmal der Reihe nach. Aber langsam diesmal. Ja, eure Verdorbenheit. Was ich versuche euch zu sagen ist, naja, Tubba Blubber wurde von Mario besiegt. Nun, das ist eigenartig, weil, du mir gesagt hast, dass du verdammt mal bezwungen bist! Wie kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbesiegbar ist? Oh Gott! Nein, oh Gott, wo soll ich da hin? Scheiß Mario, ey! Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Tubba Blubber nicht mehr ganz so unbezwingbar macht. Oh, und hat ihn besiegt! Ich verhasse Mario! Eure Schmutzigkeit, wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Mario geht uns sicher zur Shy Guys Spielzeugkiste. Ja, das hat mir etwas für ihn vorbereiten. Ich werde mich nicht mehr damit zufrieden geben, ihn verprügeln zu lassen. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen, ja. Cammy Cooper findet heraus, dass Mario hasst und... Naja, was war denn das nochmal? Da gibt's doch bestimmt irgendwas... Hä? What the... WTF? Bei allen Kräuten... Warum ist die Prinzessin hier? Was ist da mit dem Wachen los, ey? Hi, Bowser. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Nein, warte. Das ist eigentlich sehr passend, meine schelmische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Mario gesprochen. Also, Prinzessin Peach, was könnt ihr mir über diese Schwachpunkte berichten? Und ihr müsst ehrlich sein, wie diese Dinger hasst Mario am meisten. Und so würde ich dir auf die Nase binden. Nun, das ist wohl ein Klubber. So. Ausgezeichnet. Gibt es noch etwas, das sie mit Abscheu erfüllt? Ja, die Hammerbrüder hasst er.
Ja, gut, gut. Und wie sieht's da? Wie sieht's damit aus? Was hast du davon am meisten? Die Cooper-Patrouille. Oh, hast gezeichnet. Perfekt, danke, Prinzessin. Ich hätte übrigens auch mir die Items geben können, dann wären die Items dahin geschickt worden. Warum ich das gemacht habe, das sind starke Gegner, gegen die möchte ich kämpfen. Da kriege ich richtig viele Sternpunkte zu diesem Zeitpunkt im Spiel. Stell es dir das Mario, weil diese Dinge stolpern würde, so werden wir ihn besiegen. Hast du dir alles gemerkt, Cammy Cooper? Lass dich sofort auf den Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles glauben können, was es die Prinzessin über Marios Schwachpunkt erzählt hat. Ich meine, sie ist auf seiner Seite. Die wird schon die Wahrheit sagen, Mann. Die steht auf mich, klar? Ja gut, ich tue, was ihr verlangt. Natürlich wirst du das. Meine Taktiken sind brillant. Sie sind wahre Kunst. Nun, Cammy Cooper, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Endlich werden wir Marios Ende erleben, endlich! Und ich werde es mir live auf Sky anschauen! Wachen, Achtung! Bringt Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer! Yes, ma'am! Nein, bitte nicht schon wieder! Nein! Warum begrapscht ihr mich immer? Och, Mann! Und ich kann nichts tun! Oh. Hallo Mario, ich wusste, du würdest es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Auf jeden Fall war die Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großer Mann. Danke, danke, genug der Worte. Ich war sonst noch älter, als ich sowieso bin. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich auch dir helfen. Ha! Und diese Tinte von ihm ist richtig geil. Mario Sternkraft hält sich auf 3. Mario hält die Sternkraft. Sternensturm! Der Sternensturm bricht über alle Gegner herein. Richtig, damit mache ich ihnen 5 Schaden, soweit ich weiß. Also sehr cool. Mario, leider habe ich eine schlimme Nachricht für dich. Bosses Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternstabs. Wir sind uns nicht mal sicher, ob er es überhaupt bemerkt. Aber ohne Zweifel hat seine Macht unglaublich zugenommen. Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Verdammte, der ist ja wie ein Saiyajin. Da hast du recht. Tut mir leid, dass ich euch schon verlassen muss, aber ich muss zum Sternhafen zurückkehren, bevor mir wieder irgendwas passiert. Deine Steine warten dort schon auf mich. Oh, und bitte, verrate niemandem, dass ich mich im Nimmerwald verirrt habe. Danke Mario, bis bald. Moment, soll ich die Dias im Nimmerwald rausführen? Ich meine, nicht, dass du dich wieder verirrst. Okay, meine Freunde, dann danke ich euch sehr für die Aufmerksamkeit, die ihr mir in diesem Part von Paper Mario geschenkt habt. Wenn dieser Part euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn mit einem Daumen hoch bereit wärt zu unterstützen. Falls nicht, dann eben einen Daumen nach unten. Und beim nächsten Mal werden wir dann nach Totton zurückkehren. Junior Trooper würden sie jetzt nicht. Ich würde sie jetzt nicht mehr auflauern. Und werden einige. Ja. Sternsplitter einsammeln, einige Nebenquests erledigen. Zusammengefasst. Wir werden auch in der Kanalisation weitergehen, das ist das allererstes. Aber ja, zusammengefasst, einige Vorbereitungen fürs vierte Kapitel treffen. Also bis dann.